So, herzlich willkommen heute zum Workshop Imperialismus. Wir leben heute in der Epoche des Imperialismus, der die Epoche der freien Konkurrenz abgelöst hat und dessen Wesen das Monopol ist. Marx hat ja schon die gesetzmäßigen Entwicklungen von Konzentration und Zentralisation identifiziert und weist schon auf eine Entwicklung der freien Konkurrenz hin, die ab einem bestimmten Punkt einen qualitativen Sprung macht und sich Monopole herausbilden. Wir haben uns jetzt ja schon mit der Entwicklung hin zum Monopol und seinen Bewegungsgesetzen und damit quasi mit dem wissenschaftlichen Begriff Monopol beschäftigt. Und dieses Monopol, auf das Marx eben hinweist, ist jetzt Lenins gesetzmäßiger Ausgangspunkt, um den Imperialismus zu charakterisieren. Lenin wies also jetzt in Mitte des Ersten Weltkrieges nach, dass dieser qualitative Sprung, auf den Marx nur hingewiesen hat, zum Monopol jetzt Realität geworden ist und damit eben wesentliches ökonomisches Merkmal Anfang des 20. Jahrhunderts geworden ist. Und er verfasst seine ökonomische Hauptschrift, der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Als Lenin jetzt den historischen Platz des Imperialismus in Bezug auf den Kapitalismus bestimmt, schreibt er Folgendes: Der Imperialismus ist ein besonderes historisches Stadium des Kapitalismus. Diese Besonderheit ist eine dreifache. Der Imperialismus ist erstens monopolistischer Kapitalismus, zweitens parasitärer oder faulender Kapitalismus und drittens sterbender Kapitalismus. Das wird auch unsere Struktur des Referats geben. Also wir werden uns hier von erstens bis drittens entlanghangeln und uns damit den Imperialismus erschließen, den Begriff des Imperialismus. Laut Lenin weist der Imperialismus fünf grundlegende Merkmale auf. Und zwar sind wir jetzt eben bei dem monopolistischen Kapitalismus, ne, erstens. Und diese fünf Merkmale beschreiben den monopolistischen Kapitalismus. Erstens: Konzentration der Produktion und des Kapitals, die eine so hohe Entwicklungsstufe erreicht hat, dass sie Monopole schafft, die im Wirtschaftsleben die entscheidende Rolle spielen. Also durch die Verwandlung der wirtschaftlichen Konkurrenz in das wirtschaftliche Monopol wird das Monopol die tiefste ökonomische Grundlage des Imperialismus. Die kapitalistischen Monopole haben jetzt nicht nur in der Wirtschaft, sondern eben auch in der Politik den ersten Platz eingenommen. Und das ist so das Elementarste, was wir uns in diesem neuen Kapitalismus immer vor Augen führen müssen. Und zwar, dass die grundlegende Besonderheit des modernen Kapitalismus die Herrschaft der Monopolverbände der Großunternehmer ist. Der Imperialismus ist also keine eigene Gesellschaftsformation, sondern ein Stadium des Kapitalismus. Alle Gesetzmäßigkeiten des vormonopolistischen Kapitalismus haben nach wie vor ihre Gültigkeit. Wir haben ja schon gesehen, dass die Konzentration und Zentralisation der Produktion und des Kapitals im Kapitalismus der freien Konkurrenz auf einer bestimmten Entwicklungsstufe jetzt dicht an das Monopol heranführt. Eine Bedingung dafür war für den Imperialismus die Verdrängung des Kleinbetriebs durch den Großbetrieb. Gleichzeitig gilt aber, wie wir beim Monopol gesehen haben, dass im Imperialismus die Konkurrenz nicht ganz ausgeschaltet wird. Also die Monopole stehen über und neben der Konkurrenz, was die Widersprüche verschärft. In der Aufhebung jetzt des klassischen Konkurrenzkapitalismus durch das monopolistisch gewordene Kapital sieht Lenin einen ungeheuren Fortschritt und der liegt in der Vergesellschaftung der Produktion, also der Beteiligung der ganzen Gesellschaft an der Produktion. Ja, wir haben ja im Monopolbegriff verstanden, dass ein Monopol sich in ganz unterschiedliche Bereiche verzweigt und auch länderübergreifend ist. Vergesellschaftung bedeutet also, dass das Monopol die Produktion plant,
ausgehend von den gegebenen Bedarfen. Also innerhalb eines Monopols haben wir eine planmäßige Produktion. Und es organisiert also für Dutzende Millionen die Produktion und die dafür benötigten Materialien. Außerdem befördert es die Materialien an die geeignetsten weltweit verteilten Produktionsstätten. Es ist weltumspannend. Und es wird also von einer Zentralstelle, werden alle Stadien der Produktion und die Verteilung der Produkte geplant. Das ist auch deshalb möglich, weil sich ein Monopol eben einen Überblick über alle Rohstoffe der Welt und über den Markt machen kann. Das bedeutet, dass die Produktion hinter dem Rücken der Kapitalisten vergesellschaftet wird und die Aneignung aber eben trotzdem im allgemeinen Milieu der Warenproduktion privat bleibt. Lenin geht in dem Kapitel zu Konzentration und Produktion, Konzentration der Produktion, auch auf die Banken und ihre neuen Rollen ein. Und zwar sagt er, Konzentration und Zentralisation finden nicht nur in der Industrie statt, sondern auch bei den Banken. Es bilden sich durch Unterwerfung der kleinen Banken mittels Aufkauf von Aktien und Kreditgewährung große Bankinstitute, die das Kapital in sich konzentrieren. Damit liegt zugleich eine neue Rolle der Banken vor, die so aus bescheidenen Vermittlern von Kapital zu allmächtigen Monopolinhabern gewachsen sind, die fast über das gesamte Geldkapital aller Kapitalisten und Kleinunternehmer sowie über den größten Teil der Produktionsmittel und Rohstoffquellen des betreffenden Landes oder in einer ganzen Reihe von Ländern verfügen. Ein Beispiel, was Lenin bringt, ist, dass 9 Berliner Großbanken mit den ihnen angeschlossenen Institutionen Ende 1909 83% des gesamten deutschen Bankkapitals verwaltete. Also diese großen Bankverbände herrschen über die Dutzenden kleinen Banken und es bildet sich so ein weit verzweigtes Netz von Zweigstellen, in denen letztlich das gesamte Geldkapital der Kapitalistenklasse auf der einen Seite, aber natürlich auch die ganzen Ersparnisse der gesamten Bevölkerung konzentriert werden. Ein aktuelles Beispiel für so eine Monopolisierung wäre jetzt zum Beispiel die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS Bank. Also damit ist letztere ja jetzt die dominierende Bank in der Schweiz. Die Konzentration der Industrie und die Bildung von Bankmonopolen bewirken eine wesentliche Veränderung der Wechselbeziehungen zwischen den Banken und der Industrie. Und zwar wird jetzt auf der einen Seite mit der Vergrößerung der Betriebe riesige Investitionen nötig, wodurch sie größere langfristige Kredite benötigen, also die Bedeutung dafür erhöhen, die nur die Banken den industriellen Kapitalisten gewähren können. Und die Banken wiederum, die gehen bei ihrer Finanzkonzentration und auch der Kreditvergabe in 3 Schritten vor. Informierung über die Geschäftslage der einzelnen Kapitalisten, Kontrollierung durch ihr Wissen, um sie schließlich mit der Willkür der Kreditvergabe zu bestimmen. Auf der einen Seite verschmelzen also die Interessen der Banken mit denen der Industrie immer mehr. Also wenn eine Bank mehrere Großbetriebe finanziert, so ist sie zum Beispiel an einer Monopolvereinigung interessiert. Auf diese Weise verstärken die Banken und beschleunigen den Prozess der Konzentration des Kapitals und der Bildung von Monopolen. Auf der anderen Seite legen die Großbetriebe ihre Profite wiederum als Bank- bzw. Finanzkapital an, da Kapital ja nie brachliegen darf oder Geld nie brachliegen darf, aber erst eine bestimmte Summe für neue Innovationen, Produktionsmittel, Aufkauf, weitere Betriebe und so weiter vonnöten ist, damit sie das selber in ihren eigenen Produktionsprozess wieder einbringen könnten.
In dieser Verflechtung des monopolistischen Bank- und Industriekapitals entsteht jetzt eine neue Art des Kapitals, das Finanzkapital. Und das ist auch das zweite Merkmal. Die Verschmelzung des Bankkapitals mit dem Industriekapital und Entstehung einer Finanzoligarchie auf der Basis dieses Finanzkapitals. Hilferding hat auch schon zum Finanzkapital geschrieben, und zwar über das Aufkommen des Finanzkapitals, dass die Industriellen die Verfügung über das Kapital durch die Banken erhalten und die Banken treten den Industriellen als Eigentümer auf. Auf der anderen Seite schieben die Banken immer mehr Kapital in die Industrie rein, wodurch die Banken immer eine größer werdende, in größer werdendem Maße selbst industrielle Kapitalisten werden. Das Finanzkapital bestimmt Hilferding als Kapital in der Verfügung von Banken und in der Verwendung der Industriellen. Der Ansatz ist zwar richtig, aber Lenin vervollständigt diese Bestimmung. Konzentration der Produktion, daraus erwachsende Monopole, Verschmelzen oder Verwachsen der Banken mit der Industrie, das ist die Entstehungsgeschichte des Finanzkapitals und der Inhalt dieses Begriffes. Was ist damit jetzt gemeint? In gewisser Analogie, also Vergleich zum Widerspruch von Gebrauchswert und Wert, können wir uns den Widerspruch vom industriellen Kapital und dem Geldkapital anschauen. Wir haben es ja beim Industrie- und Bankkapital mit zwei Sorten von Kapitalisten zu tun. Also auf der einen Seite ist der Verleiher des Geldkapitals, der einen Zins bekommt. Und dieser Zins stellt einen Abzug von dem Profit dar. Und wir wissen ja auch, Profit wird nur in der Industrie, im produktiven Sektor geschaffen. Das Kapital teilt sich also in zwei qualitativ entgegengesetzte, sich ausschließende Teile auf. Wir haben auf der einen Seite den Geldverleiher, also der Eigentümer des Kapitals, der Leihkapital in den Händen hat und dann einen Zins erhält. Und auf der anderen Seite ist der fungierende Kapitalist, also der Nicht-Eigentümer des Kapitals, der zur Bank geht und sich das Geld eben leiht und anwendet. Und was er bekommt, ist ein Unternehmergewinn. Also der Profit, der entsteht in diesem Prozess, das Geld oder dann Geld geliehen wird und dann Kapital angewendet wird, um einmal so einen Produktionsprozess zu durchlaufen, um damit Mehrwert zu schaffen und Profit zu erwirtschaften, teilt sich also dann in Zins- und Unternehmergewinn auf und wird verteilt auf diese beiden Kapitalisten. Ein Zitat von Marx aus dem Kapital, Band 3. Diese beiden Formen, Zins und Unternehmergewinn, existieren nur in ihrem Gegensatz. Sie sind aufeinander bezogen, weil der eine Teil des Profits sich in Zins verwandelt, deshalb erscheint der andere Teil als Unternehmergewinn. Das zinstragende Kapital hat das fungierende Kapital zu seinem Gegensatz. Das zinstragende Kapital ist das Kapital als Eigentum gegenüber dem Kapital als Funktion. Aus der Form des Zinses, in der die Quelle des Profits nicht mehr ersichtlich ist, weil es getrennt ist vom Produktionsprozess, erhält es ein selbstständiges Dasein und damit ein Fetischcharakter, da Zins sich immer in Geldform darstellt und nichts mehr mit dem Produktionsprozess zu tun hat. Das zinstragende Kapital ist also das
übergreifende Moment des Widerspruchs von Produktion und Aneignung. Die Entwicklung des Kreditsystems führt dahin, dass alles disponible und potenzielle Kapital zentralisiert und der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird. Weder der Verleiher noch Anwender dieses Kapitals sind Eigentümer oder Produzenten. Das zeigt, dass oder wie das Kapital selbst hier zu einer Aufhebung des Widerspruchs drängt, vergesellschaftete Produktion bei privater Aneignung. Also es drängt selbst zur Aufhebung des Widerspruchs von vergesellschafteter Produktion bei privater Aneignung, weil jetzt auf dieser Seite eben eine Vergesellschaftung des Kapitals stattfindet. Und genau, weder sozusagen der Verleiher noch der Anwender über das Kapital Eigentümer oder Produzent ist. Der Umschlag ins Monopol führt jetzt über eine höhere Entwicklungsstufe des Kapitalismus dazu, dass der Monopolkapitalismus oder auch der Finanzkapitalismus, in der sich der Widerspruch von industriellem Kapital und Geldkapital, also von Produktion und Eigentum, auf einer neuen Stufe reproduziert. Mit der Entstehung der Aktiengesellschaft wird jetzt der wirklich fungierende Kapitalist in bloßen Verwalter fremden Kapitals verwandelt und der Kapitaleigentümer in bloßen Geldkapitalisten. Der Zins und der Unternehmergewinn sind in der Dividende der Aktiengesellschaft eingeschlossen. In den Aktiengesellschaft ist dass die Funktion getrennt vom Kapitaleigentum, also auch die Arbeit gänzlich getrennt vom Eigentum an den Produktionsmitteln und an der Mehrarbeit. Das ist die Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise selbst. Der Umschlag ins Monopol führt über in eine höhere Entwicklungsstufe des Kapitalismus hin zum Monopolkapitalismus und Finanzkapitalismus, in der sich der Widerspruch von industriellem Kapital und Geldkapital, also von Produktion und Eigentum, auf neuer Stufe reproduziert. Durch Konzentration und Zentralisation entstehen Monopole. Die Voraussetzung für die Entwicklung von Industriekapital und Bankkapital ist das Monopol und gleichzeitig sind sie entgegengesetzte Bestimmungen des Monopols. Im Industriemonopol ist das Industriekapital konzentriert und im Bankmonopol ist das Geldkapital zentralisiert. Also Industrie und Banken bilden die Pole des Gegensatzverhältnisses von Produktion und Eigentum. Gleichzeitig bedingen sich aber Industrie und Bank einander wechselseitig. Die Einheit dieses Gegensatzpaares besteht nur im Rahmen der kapitalistischen Produktionsweise. Das Finanzkapital ist also nicht einfach nur zinstragendes Kapital, auch wenn es die Bewegung desselben vollzieht und uns als solches erscheint. Es stellt gegenüber dem zinstragenden Kapital eine neue Qualität dar. Das Finanzkapital ist die Verschmelzung oder die Verwachsung von Industrie und Bank. Und die Verschmelzung von Industriekapital und Bankkapital bedeutet jetzt nicht die Verschmelzung der Institutionen oder der institutionellen Funktionen des Kapitals, sondern bezieht sich auf die Monopolisierung des Eigentums. Diese Trennung von Funktion und Eigentum ist die Voraussetzung für die Herausbildung vom Finanzkapital. Also die Trennung von Produktion und Eigentum, Funktion und Eigentum. Ein Zitat von Lenin dazu. Die Trennung des Kapitaleigentums von der Anwendung des Kapitals in der Produktion, die Trennung des Geldkapitals vom industriellen oder produktiven Kapital, die Trennung des Rentners,
der ausschließlich vom Ertrag des Geldkapitals lebt, vom Unternehmer und allen Personen, die an der Verfügung über das Kapital unmittelbar teilnehmen, ist dem Kapitalismus überhaupt eigen. Der Imperialismus oder die Herrschaft des Finanzkapitals ist jene höchste Stufe des Kapitalismus, wo diese Trennung gewaltige Ausdehnung erreicht. Das monopolistische Industriekapital verschmilzt in Personalunion mit dem Bankkapital und es bildet sich zu dem Finanzkapital eine Finanzoligarchie heraus. Die Herrschaft der Finanzoligarchie auf ökonomischem Gebiet wird vor allem durch das sogenannte Beteiligungssystem ausgeübt. Und dieses Beteiligungssystem, das besteht darin, dass also ein Großfinanzier oder eine Gruppe von Finanzmagnaten eine zentrale Aktiengesellschaft oder wir sagen auch Muttergesellschaft dazu in den Händen hält, die also an der Spitze eines Konzerns steht. Und Konzern, wir haben das ja schon bei den Formen des Monopols gesehen, zeichnet sich aus über die Kontrolle über mehrere finanzielle abhängige, formal aber selbstständige Tochtergesellschaften. Und so verfügt jetzt die Finanzoligarchie, die an der Spitze des Konzerns steht, über riesige Summen fremden Kapitals. Wieder ein Zitat von Lenin. Das Übergewicht des Finanzkapitals über alle übrigen Formen des Kapitals bedeutet die Vorherrschaft des Rentners und der Finanzoligarchie, bedeutet die Aussonderung weniger Staaten, die finanzielle Macht besitzen. Wir kommen zum dritten Merkmal des Imperialismus. Der Kapitalexport zum Unterschied vom Warenexport gewinnt besonders wichtige Bedeutung. In den Grundannahmen zum Kapitalexport auf dem Bolschewiki schreiben wir: Im imperialistischen Kapitalismus gewinnt der Kapitalexport gegenüber dem Warenexport an Bedeutung. Kapitalexport meint dabei, dass Kapital ins Ausland exportiert wird, um dort profitabler investiert zu werden. Voraussetzung dafür ist ein ungeheurer Kapitalüberschuss, welcher in den Ländern des fortgeschrittenen Kapitalismus aufgrund der Herausbildung von Monopolen entstand. Die Notwendigkeit zum Kapitalexport besteht im Streben der am weitesten entwickelten kapitalistischen Länder, die Profitrate weiter zu erhöhen. Da die Profitrate aufgrund von niedrigen Boden- und Rohstoffpreisen und billigeren Arbeitskräften in den kapitalistisch unterentwickelten Ländern höher ist, sind die Kapitalisten einerseits gewillt, andererseits durch die Konkurrenz gezwungen, ihr Kapital möglichst gewinnbringend dort anzulegen. In den reichsten Ländern hat also die Akkumulation des Kapitals jetzt riesige Ausmaße angenommen, sodass ein Kapitalüberschuss entstand. Überschüssig ist es aber vor allem, weil auf der einen Seite der Arbeitslohn der Arbeiter dem Wachstum der Produktion, also vermittelt über den begrenzten Absatz von Waren, den sie sich leisten können mit ihrem Arbeitslohn, Grenzen setzt und auf der anderen Seite die Entwicklung der Landwirtschaft zu Zeiten Lenins hoffnungslos hinter der Industrie zurückbleibt. Also das überschüssige Kapital wird jetzt nicht in die Landwirtschaft investiert, um mehr Essen, bessere Lebenshaltung der Werktätigen zu erreichen, sondern eben nur dort investiert, wo es die meisten Profite gibt. Und diese Ungleichmäßigkeit der Entwicklung der verschiedenen Produktionsbereiche, hier jetzt Landwirtschaft gegenüber Industrie, und das Hungern der Massen, also Reservearmee, die beständig sozusagen dazu da ist, als Lohndrücker zu fungieren und die Werktätigen auszutauschen, ist eine Voraussetzung für die kapitalistische Produktionsweise. Dem Kapital fehlt es im eigenen Land an rentablen Bedingungen, also rentable im Sinne von profitreich, und wird ins Ausland exportiert,
wo es niedrige Löhne, billigere Rohstoffe und niedrigere Bodenpreise gibt. Das bedeutet, dass sich in den zurückgebliebenen Ländern die kapitalistische Entwicklung beschleunigt. Also hier geht es jetzt aber nicht um eine irgendwie geartet ideale Entwicklung des Kapitalismus, die in die Länder gebracht wird, in die Kapital exportiert wird, sondern es ist immer eine ungleichmäßige und sich eben immer nach den Interessen der Kapitalexportierenden richtende. Aber zweifellos kann man sagen, dass es die Entwicklung des Kapitalismus vorangebracht hat. Der Kapitalexport fördert also die Durchsetzung und Entwicklung des Kapitalismus weltweit. Nicht gleichmäßig, sondern ungleichmäßig. Kapital wird aber auch in industriell entwickelte Länder exportiert. Und zwar immer dann, wenn es einen großen Zustrom von Kapitalien bedarf. Also zum Beispiel vor oder nach einem Krieg. Und diese Kapitalausfuhr, also Kapitalexport, wird unterschieden in produktives Kapital, also zum Beispiel Industriebau, Eisenbahnlinien und Leihkapital. Das sind dann zum Beispiel Kredite an Regierungen oder Banken. Okay, fahren wir fort mit der Betrachtung der linienschen Merkmale des Imperialismus. Da heißt es, viertens, es bilden sich internationale monopolistische Kapitalistenverbände, die die Welt unter sich teilen. Diese Verbände sind internationale Zusammenschlüsse von Kapitalien, die dazu dienen, gemeinsam aus einer Monopolstellung zu agieren. Die Art und die Form dieser Zusammenarbeit kann stark variieren. Formen können sein: der Trust, also die Bildung eines gemeinsamen neuen Unternehmens, der Konzern, also der Zusammenhang formal selbstständig bleibender Unternehmen, das Kartell, also wo es zu keinen formaljuristischen Änderungen kommt, sondern es lediglich um Absprachen geht, und als spezielle Form des Kartells nochmal das Syndikat, wo es speziell um Absprachen bei Preisen und Absatz geht. Der Prozess der Teilung der Welt durch die Monopolverbände, den wir gleich noch näher beleuchten werden, hat bei Lenin erst begonnen, so wie er es formuliert, weil der Kapitalismus in so vielen Ecken der Welt noch so unzureichend bis gar nicht entwickelt war. Wie sind die internationalen Kapitalistenverbände entstanden? Der wachsende Kapitalexport schafft den Weltmarkt und führt zu Absprachen der kapitalexportierenden Monopolkapitale. Damit bilden sich nach und nach internationale Kartelle. Bei den Absprachen geht es um die Aufteilung von Ressourcen und Absatzmärkten weltweit. Die Monopole schalten somit die Konkurrenz untereinander vorübergehend aus. Es entsteht eine neue, höhere Stufe der Konzentration des Kapitals und der Produktion im Weltmaßstab. Die erreichte Stufe der Konzentration zwingt die Monopole, die Welt ökonomisch mehr und mehr aufzuteilen, um Profite zu erzielen. Dabei wird die Teilung nach dem Kapital, nach der Macht, also entsprechend der Stärke der beteiligten Akteure vorgenommen. Auch die Teilnahme überhaupt an derartigen Verbänden richtet sich nach dem Profitinteresse. Solange also die Kapitalakkumulation besser im Verband vonstatten geht, wird das einzelne Monopol daran teilnehmen. Aber sollte dies nicht mehr der Fall sein, bleibt auch der Verband nicht länger erhalten. Das heißt, die internationalen Abmachungen der Monopolisten haben unbeständigen Charakter. Auf der Grundlage der ökonomischen Aufteilung der Welt entstehen Beziehungen der Zusammenarbeit wie natürlich auch Konkurrenz unter den Kapitalistenverbänden. Das Kräfteverhältnis zwischen den einzelnen monopolistischen Gruppen verändert sich stetig. Jede dieser Gruppen kämpft um die Erhöhung ihrer Quote und die Erweiterung der Sphäre der monopolistischen Ausbeutung. Wie ist die ökonomische Aufteilung der Welt durch die internationalen Kapitalistenverbände einzuordnen? Veränderungen im Kräfteverhältnis der Verbände bewirken unvermeidlich eine Verschärfung des Kampfes um die Neuaufteilung der Märkte, eine Verschärfung der Widersprüche zwischen den verschiedenen Gruppen. Die Herausbildung internationaler Kapitalistenverbände und ihre Aufteilung der Welt führt also nicht zu einer Abschwächung der Konkurrenz zwischen den Monopolen oder zu einem Ende der Widersprüche, was Kautskys Ultraimperialismus-These entsprechen würde.
Im Gegenteil verschärfen sich die Konkurrenz und Widersprüche zwischen ihnen. Sie sind eine Quelle immer wiederkehrender, unvermeidlicher Zusammenstöße bis hin zu Kriegen mit der Intention der Neuaufteilung. Und die internationale Zusammenarbeit heißt nicht, dass die Monopole sich von ihren kapitalistischen Nationalstaaten loslösen oder eine von ihnen unabhängige Kraft bilden würden. Dazu schreiben wir in unserer Grundlagenschulung: Die Monopole suchen auf der ganzen Welt nach günstigen Möglichkeiten, Profite zu machen. Dadurch entstehen die internationalen Monopolverbände, von denen Lenin spricht. Diese werden aber nicht global in dem Sinne, dass sie keine Nationalität und keine besonderen Verbindungen zum Nationalstaat mehr hätten. Kommen wir nun zum fünften von Lenins Imperialismusmerkmalen. Da heißt es: Die territoriale Aufteilung der Erde unter die kapitalistischen Großmächte ist beendet. Denn die ökonomische Aufteilung der Welt durch die Kapitalistenverbände, die wir eben betrachtet haben, wird durch die Aufteilung der Welt unter den Großmächten flankiert. Erstmals war die gesamte Erdoberfläche unter den kapitalistischen Staaten aufgeteilt. Somit ist die Aufteilung der Welt abgeschlossen. Zu Lenins Zeiten war es das damals bestehende Kolonialsystem, welches erstmals dazu führte, dass sich vor allem die europäischen Großmächte die Welt unter sich aufgeteilt hatten. Wesentlich hierfür war die Inbesitznahme bisher unbesetzter Landstriche durch die Kolonialmächte. Die Kolonialpolitik Ende des 19. Jahrhunderts hat diese Entwicklung, die Lenin in seinem fünften Merkmal benennt, also beschleunigt. Entscheidend hierfür ist das Interesse des Finanzkapitals nach der Steigerung der Profite. Durch die Aufteilung der Welt wird ein Netz aus Beziehungen zwischen Großmächten, ihren Kolonien und den Staaten, die eine Zwischenposition einnehmen, zu einem allgemeinen System. Lenin schreibt dazu: Derartige Beziehungen zwischen einzelnen großen und kleinen Staaten hat es immer gegeben. Aber in der Epoche des kapitalistischen Imperialismus werden sie zum allgemeinen System, bilden sie einen Teil der Gesamtheit der Beziehungen bei der Aufteilung der Welt und verwandeln sich in Kettenglieder der Operationen des Weltfinanzkapitals. Die historische Entwicklung der Kolonien ermöglichte den Monopolen riesige Extraprofite. Doch nicht nur der unmittelbare Zugriff auf Rohstoffe, Absatzmärkte oder Arbeitskräfte spielten eine Rolle bei der Kolonisierung der Welt, auch die Aussicht auf potenzielle, möglicherweise erst in Zukunft realisierbare Gewinne oder Rohstoffe führten beim Finanzkapital zu einem Drang nach Kolonien und der Inbesitznahme von möglichst großen Landflächen. Verschärfend wirkte hierbei die Konkurrenz der Großmächte und Kolonialbesitz, da keine der damaligen Mächte leer bei der Aufteilung der Welt ausgehen wollte. Weil im Imperialismus die Aufteilung der Welt abgeschlossen ist, sind in der Folge nur noch Neuaufteilungen möglich, die tendenziell zu einer Zunahme kriegerischer Konflikte führen. Zum Verhältnis Krieg und Politik: Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Krieg und Frieden sind im Imperialismus keine grundsätzlich getrennten Dinge, sondern sich abwechselnde Formen des Kampfes der Monopolisten. Also die Form wechselt, der Inhalt, also die Konkurrenz, bleibt derselbe. Es beschränken sich imperialistische Eroberungen nicht nur auf Agrargebiete. Es werden auch Länder zur Schwächung des Gegners erobert oder sogar sein Land selbst. Nach der abgeschlossenen Aufteilung der Welt ist jedes Gebiet interessant geworden. Was die Lage der Imperialisten in ihrer Konkurrenz betrifft: Die kapitalistischen Länder entwickeln sich ungleichmäßig. Alle Monopole und die imperialistischen Mächte inbegriffen. Das heißt, die Kräfteverhältnisse verändern sich kontinuierlich, werden stetig ausgefochten und verschärfen sich zunehmend. Der Übergang des Kapitals zum Finanzkapital ist mit einer Verschärfung des Kampfes um die Aufteilung der Welt verknüpft. Lenin fasste die fünf Merkmale folgendermaßen nochmal zusammen: Der Imperialismus ist der Kapitalismus auf jener Entwicklungsstufe, wo die Herrschaft der Monopole und des Finanzkapitals sich herausgebildet, der Kapitalexport hervorragende Bedeutung gewonnen, die Aufteilung der Welt durch die internationalen Trusts begonnen hat und die Aufteilung des gesamten Territoriums der Erde durch die größten kapitalistischen Länder abgeschlossen ist. Aus dem Wesen des Imperialismus, das Lenin in seinen fünf Merkmalen beschreibt, ergeben sich weltweit Folgen. Der Feudalismus,
wurde durch den Kapitalismus abgelöst. Während dieser in den Zeiten des Kapitalismus der freien Konkurrenz als neue und gegenüber den feudalen Verhältnissen fortschrittlichere Produktionsweise auftrat, ist er im imperialistischen Stadium eine überholte, rückschrittliche Produktionsweise geworden, die die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft nicht nur hemmt, sondern deren Existenz als solche gefährdet. Man sagt deshalb auch, der Imperialismus ist faulender Kapitalismus, weil mit dem Ende der Fortschrittlichkeit die negativen Folgen der kapitalistischen Warenproduktion überwiegen. Des Weiteren spricht man von sterbendem Kapitalismus, weil die Produktivkräfte der Gesellschaft einen solchen Entwicklungsstand erreicht haben, dass sie sich nicht mehr in den engen Rahmen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse einfügen. Also konkret, das Privateigentum an den Produktionsmitteln wird immer mehr zum Hindernis der Produktivkraftentwicklung. Der Grundwiderspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung verschärft sich also im Monopolkapitalismus. Um das nochmal besser zu fassen, an dieser Stelle ein paar anschauliche Beispiele für den Charakter der Fäulnis und des Sterbens des Kapitalismus im imperialistischen Zeitalter. Erstens, durch den Monopolprofit können Teile der Arbeiterklasse bestochen werden. Es entsteht eine Arbeiteraristokratie, die die soziale Grundlage für den Opportunismus bildet. Das Abziehen der zu Lenins Zeiten kolonialen Extraprofite in die Kolonialmächte ermöglichte es der Bourgeoisie der Großmächte, Teile der heimischen Arbeiterklasse an diesem Extraprofit teilhaben zu lassen und sie somit für die Interessen des Imperialismus einzuspannen. Durch diese Bestechung, also zum Beispiel höhere Löhne oder andere Privilegien, entstand in den imperialistischen Großmächten die Arbeiteraristokratie. Mit ihr der Revisionismus, das heißt die Arbeiteraristokraten in den einst revolutionären Organisationen der Arbeiterklasse, verwässerten den Marxismus mit bürgerlicher Ideologie. Aus dem Revisionismus jedoch resultiert die opportunistische, den revolutionären Kampf schwächende Praxis. Diese führte zu einer Spaltung in der Arbeiterbewegung und zum Kampf zwischen revolutionärer und opportunistischer Arbeiterbewegung. Der Opportunismus hat die Tendenz, selbst in Fäulnis überzugehen. Er mutiert zum Sozialchauvinismus. Dieser verschmilzt restlos mit der bürgerlichen Politik. Ein anschauliches Beispiel dafür: Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 entschied sich die SPD zur Vaterlandsverteidigung statt zum Kampf gegen den imperialistischen Krieg. Ebenso wie einige weitere sozialdemokratische, ehemals revolutionäre Parteien in anderen imperialistischen Ländern. Es ist nicht verwunderlich, dass alle besitzenden Klassen geschlossen auf die Seite des Imperialismus übergehen und mit ihnen auch die Arbeiterverräter. Aber die imperialistische Ideologie dringt mit der Entstehung der Arbeiteraristokratie eben auch in die Arbeiterklasse ein und hemmt die revolutionäre Entwicklung. Aber auch in der Kapitalistenklasse zeigt sich die Fäulnis deutlich. Es entsteht eine Schicht von sogenannten Rentnern oder besser Rentiers, die daraus resultiert, dass es eine Trennung von Eigentum und Verwaltung der Betriebe gibt. Rentner, also nicht im Sinne von Pensionär, sondern als Leute, die ohne eigenes Zutun ausreichende Einkünfte haben. Die Kapitalisten stellen sich Betriebsleitungen ein und leben nur noch von den Einkünften ihrer Wertpapiere. Sie spielen für die Produktion keine Rolle mehr, sondern schöpfen nur noch den Profit ab. Im Laufe der Entwicklung entstehen nach Lenin ganze Rentnerstaaten, weil durch den Kapitalexport der fortgeschritteneren Länder der Profit durch die Gläubigerrolle, also das Rentnertum, also Parasitismus, bestimmend geworden ist. Die Monopole tendieren außerdem zu Stagnation und hemmen den technischen Fortschritt. Produktivkraftentwicklung gibt es unter kapitalistischen Verhältnissen nur, wenn es mehr Profit bringt und nicht, wenn er gesellschaftlich notwendig ist. Die im Imperialismus entstandenen Monopole sind aufgrund ihrer besonderen Macht am Markt dazu in der Lage, die Produktivkraftentwicklung zu hemmen. Sie tendieren also zur Stagnation und hemmen den technischen Fortschritt konkret. Jahrelang halten sie höchst wichtige wissenschaftliche Entdeckungen und technische Erfindungen verborgen, wenn diese ihnen ihre Marktmacht streitig machen könnte. Lenin führt das Beispiel der Owens-Flaschenmaschine an, eine Erfindung zur Revolutionierung der Flaschenherstellung. Das deutsche Kartell der Flaschenfabrikanten kaufte seine Patente, um letztlich alles beim Alten zu lassen.
Außerdem, die industrielle Reservearmee wächst an. Damit ist gemeint, immer mehr Menschen werden der gesellschaftlich nützlichen Arbeit entzogen, werden arbeitslos und dienen als Lohndrücker. Anstatt die notwendige Arbeit gleichmäßig auf alle Menschen zu verteilen, werden immer wieder viele Arbeitskräfte freigesetzt und die Belastung der verbliebenen Arbeiter erhöht. Es gibt auch weitere Beispiele für die Fäulnis, beispielsweise eine Zunahme der politischen Reaktionen, also zunehmende Repression nach innen und die Unterdrückung der Arbeiterbewegung, reaktionäre bis irrationale Ideologien, die Hochkonjunktur haben, zunehmende Aggression nach außen und ein Anwachsen des Militarismus mit dem Zweck der Kriegsvorbereitungen für die Maximalprofite der Monopole auf Kosten unzähliger Menschenleben. Natürlich auch die Folgeschäden für Klima, Umwelt, Gesellschaft und Gesundheit in massivem Ausmaß. Wir halten also fest, die Vergesellschaftung der Produktion, insbesondere die der technischen Erfindungen und Vervollkommnung, hat ihr Höchstmaß erreicht. Privateigentumsverhältnisse stellen nur noch eine faulende Hülle dar. Allerdings, und darin hat Lenin bis heute recht behalten, eine, die sehr zählebig sein kann, wenn sie vom Opportunismus gepflegt wird. Der Fäulnischarakter hat Auswirkungen und ist Ausdruck der Überreife der kapitalistischen Produktionsweise. Der Imperialismus stellt das höchste und letzte Stadium des Kapitalismus dar. Er hebt die kapitalistischen Produktionsverhältnisse auf ihre höchste Stufe, indem er im Zuge der Monopolisierung eine Vergesellschaftung der Produktion durchsetzt. Die Monopole entwickeln nämlich innerhalb ihrer Produktion schon eine planmäßige Herstellung von Waren. Die Produktivkräfte reifen also heran für die sozialistische Planwirtschaft. Allerdings regiert unter kapitalistischen Verhältnissen weiterhin das Prinzip der Konkurrenz und gesamtwirtschaftlich die Anarchie der Produktion. Lenin behandelt den Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, wie er auch sein einschlägiges Werk betitelte. Er weist anhand der Zuspitzung der Konkurrenz, nämlich anhand des imperialistischen Krieges, darauf hin. Der imperialistische Krieg ist der Vorabend der sozialistischen Revolution, weil der staatsmonopolistische Kapitalismus die vollständige materielle Vorbereitung des Sozialismus seine unmittelbare Vorstufe ist. Denn auf der historischen Stufenleiter gibt es zwischen dieser Stufe und derjenigen, die Sozialismus heißt, keinerlei Zwischenstufen mehr. Also Lenin bringt hier den Begriff des staatsmonopolistischen Kapitalismus auch ein, als Beschreibung des Imperialismus seiner Zeit, vor allem in der Kriegszeit, die in den folgenden Jahrzehnten unter diesem Begriff entwickelten Theorien sind aber nochmal ein anderes Thema und werden in einem kommenden Referat behandelt werden. Was bleibt, wenn der Kapitalismus stirbt? Die Arbeiterklasse ist gleichzeitig sowohl die wichtigste Produktivkraft als auch die revolutionäre Klasse in der kapitalistischen Gesellschaft. Dass die wichtigsten Bereiche der Produktion von der Arbeiterklasse angewandt werden, ist ein wichtiger Aspekt, der die Reife der Gesellschaft für den Übergang zum Sozialismus anzeigt. Denn damit existiert auch bereits diejenige gesellschaftliche Kraft, die den Kapitalismus zerschlagen kann und muss, um die Produktion sowie die Organisation des gesamten Lebens der Gesellschaft in die eigene Hand zu nehmen. Der Kapitalismus hat, wie wir gesehen haben, im Imperialismus faulenden Charakter angenommen und das weltweit. Die Rolle der Bourgeoisie ist von einer fortschrittlichen Klasse zu Beginn des Kapitalismus zu einer reaktionären Klasse im Imperialismus übergegangen. Damit ist der Sturz der kapitalistischen Herrschaft weltweit auf der Tagesordnung. Der Imperialismus als Weltsystem, welches alle mehr oder weniger kapitalistisch entwickelten Länder umfasst, markiert also die Epoche der proletarischen Revolution. Es ist die Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus, der mit der Entwicklung der zentralen Planwirtschaft die Vergesellschaftung der Produktionsmittel durchsetzt und damit den Grundwiderspruch im Kapitalismus, den zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung, aufhebt. Damit sind wir am Ende unseres Bildungsteils zum Imperialismus bei Lenin angekommen. Die zweite Phase unseres Plans zur Klärung der Imperialismusfrage neigt sich nun langsam ihrem Ende. Mit den zurückliegenden Bildungsmodulen zum Staat, zum Monopol und nun zu den Merkmalen des monopolistischen Kapitalismus
konnten wir uns einen Überblick und mehr Klarheit über zentrale Begriffe und Gesetzmäßigkeiten verschaffen. In einem verbleibenden dritten Teil dieser Phase werden wir noch auf die Frage des Staates im Imperialismus eingehen, also insbesondere der Frage nachgehen, welches Verhältnis die Monopole zum Staat im Imperialismus einnehmen. Danach werden wir in die dritte Phase der Klärung starten, die die konkrete Forschung zum Imperialismus heute und dem vorangestellt eine Herleitung unseres Verständnisses und der Auseinandersetzungen in der kommunistischen Bewegung umfasst.